Hallo, herzlich willkommen Leute, hier ist Corrupted und wir spielen Super Hexagon. Das ist eins meiner momentan absoluten Lieblingsspiele. Es ist sehr schwer zu erklären, deswegen springe ich am besten einfach rein. Und die Musik ist geil, das muss ich sagen. Und wie ihr jetzt schon seht, es gibt entweder hart, noch härter oder am härtesten. Wir nehmen hart. Damit fangen wir an. Es gibt nur zwei Knöpfe, die ich drücken kann, links und rechts, und ich spiele dieses kleine Dreieck in der Mitte, und als ich machen muss, es allen Hindernissen aus dem Weg zu gehen. Das war's an sich. Das sieht ziemlich simpel aus, wird aber schwerer und schwerer. Und oben links sieht man einen Rekord auf dieser Stufe hier, das ist 1 Minute und 3 Sekunden. Boah. Im Spiel musst du einfach mitdancen, es geht nicht anders. Man spielt übrigens besser, wenn man mitdancet. Okay. Ups. Das ist noch bis jetzt der leichteste. Ihr seht, das ist der leichteste Schwierigkeitsgrad. Ich zeige euch jetzt mal den härtesten. Das ist mein Rekord 8 Sekunden. Okay. Das war nichts. Nochmal. Komm. Ich kann das besser. Wow! Konzentrieren, ich kann das. Das Spiel gibt es übrigens auf Steam für 1 oder 2 Euro oder sowas. Also ich empfehle euch wirklich, das Spiel zu kaufen, damit ihr nicht so unglaublich scheiße seid wie ich. Wenn man... Ich kann nicht mal zu Ende reden. Wenn man ein Level eine bestimmte Zeit lang durchsteht, schaltet man die Hyper-Version von dem Level frei. Die ist an sich genau gleich aufgebaut, nur wesentlich schneller und noch komplizierter. Okay, das wird nix. Ich zeige euch mal die Hyper-Version von dem einfachsten Level, also von schwer. Das ist das hier, da habe ich ganze 6 Sekunden sogar schon überlebt. Das ist nicht schlecht, oder? Oder? Hm, hier. Genau das gleiche wie das Level vorhin, nur halt wesentlich schneller. Oh. Okay. Links. Oh, lalalala. Ich schaff das. Oh. Okay. Ich muss meinen asiatischen Teil mit. Ich muss ein bisschen asiatisch sprechen. Ich glaube, dann wäre ich auch besser. Dann werde ich besser. Ich esse viel Reis. Ich bin gut in Videospielen. Ich spiele viel StarCraft. Oh. Er hat geklappt, ein bisschen. StarCraft, Korea, StarCraft, Kien, ah. Ich bin nicht asiatisch genug. Ich würde sagen, ich versuche nochmal das Level in der Mitte. Nein, das ist das Schwerste, was habe ich getan? Oh Gott, okay, okay, fuck. Es gibt übrigens ein Video auf... Kannst du mich aussprechen lassen, Spiel, bitte? Es gibt ein Video auf YouTube von einem Asiaten, der... Natürlich ist ein Asiate, ist gut im Spiel. Der das auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad um die 10 Minuten schafft. Und ich kann das Video mal in die Beschreibung packen, weil das ist echt abgefahren. Oh. Ja. Langsam werde ich ein bisschen sauer. Na, wie hier schon... Au. Wie ich schon an... Ach, kannst du nicht so... Wie ich schon angekündigt habe, werde ich nächstes Mal ein paar mehr Rage Games spielen, weil, wie ihr gerade seht, ich komme nicht gut klar, wenn ich die ganze Zeit verkacke. Es macht mich wütend. Ich werde sauer. Ich mag das nicht. Ich will Sachen schaffen. Au. Ruhig. Ich kann das... Ich kann das besser. Ich weiß, dass ich das besser kann. 10 Sekunden für YouTube. Das war nicht. Das waren 5. 5! Das ist. Ich habe 50,5% aus dem Scheiß geschafft. Okay. Das ist nicht so. Was mache ich denn? Ich komme hier. Oh. Fuck it. Fuck it. Anderes Level. Anderes Level. Fuck it. Das hier. Da habe ich 30 Sekunden geschafft. Das ist immer ein bisschen besser, ne? Ein bisschen besser. Warum gehe ich nicht nach rechts? Es ist doch total klar, dass ich nach rechts gehen muss, wenn dann links die Scheißwand ist. Au. Ich bin dumm. Unfähig. Schlecht. Uncool. Mag ich nicht. Also wie gesagt. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Spiele spiele, die mich wütend machen und mich dazu führen, mich selber zu schlagen, schreibt das in die Kommentare. Ich bin bescheuert. Was ist eigentlich kaputt? Was ist eigentlich kaputt mit mir? Ich spiele Spiele, die mir Angst machen und Spiele, die mich wütend machen. Ich habe irgendeine scheiß Persönlichkeitsstörung, ich sag's euch.
Was ist das hier? Was ist das? Warum? Ich schaff's durch den schwersten Part und dann verkacke ich's am Ende. Wahrscheinlich ist es nicht mehr schwerst. Ein Versuch. Okay, einer. Wirklich, einer. Nur einer. Okay, ich schaff das. Ich muss aber ruhig sein, dann kann ich ja besser spielen. Seht ihr? Mein Asia-Modus ist eingeschaltet. Stylecraft! Oh Gott! Ja! 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 Ich wusste, ich bin nicht so schlecht in Videospielen. Über 10 Jahre haben doch irgendwas gebracht. Ja, Gott. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was muss ich tun? Okay. Fuck it. Das war Super Hexagon. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, kauft euch auf Steam. Es ist echt ziemlich billig. Und möglicherweise gibt es sogar noch billiger, weil die ganzen Summer-Sale-Kram, Winter-Sale-Kram, Herbst-Sale-Sales, Steam-Sale-Ding, was auch immer. Manchmal ist es billiger, dann kostet es 50 Cent oder sowas. Holt euch das Spiel, das macht ziemlich Spaß. Und ich verlinke euch das eine Video von dem abgefuckten Asiaten, der ziemlich gut da drin ist. Nicht so gut wie ich, aber ziemlich gut. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Corrupted. Komm. Nein. Ja. Nein. Sieh's raus. Wow. Das ist nicht passiert.